Hallo und herzlich willkommen bei Potternanda unterwegs. Hi! Heute auf dem Neandertal-Rundwanderweg. Ja, wir haben Sonntag, feinstes Wanderwetter, dementsprechend ist hier auch eine ganz hervorragende Wanderautobahn mit vielen, vielen, vielen Mitwanderern. Das ist jetzt nicht ganz so angenehm, aber der Weg ist lang und groß genug für uns alle. Ja, deswegen begeben wir uns sozusagen auf den Spuren des Neandertals und werden dann auch noch an dem eiszeitlichen Wildgehege entlangkommen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Das ist schon länger her, da ich das letzte Mal hier war und auch das Museum besucht habe. Kann man sehr empfehlen. Ich freue mich definitiv auf eine entspannte, schöne Sonntagsrunde. Wir haben alles dabei. Für Essen ist gesorgt und für Entspannung ist der Weg da. Kommt mit! Einer Düsselbrücke oder der Düsselbrücke von einst. Wahnsinn! Und ich kann da noch erkennen, 1810, weiß ich, 1755, 1645. Sehr beeindruckend. Und leise plätschert im Hintergrund. Auerochsengehege sind wir vorbei. Zwischenzeitlich hat es also ordentlich gedonnert, ein bisschen geregnet. Der Weg ist trotzdem voll, wie man hört und auch sieht. Aber abwechslungsreich und schön mit vielen tollen Panoramen. Sehr, sehr schön. Und da sind wir auch schon am Ende unseres kleinen Rundwanderweges angelangt. Der Neandertal-Rundwanderweg, wunderbar. Viele Entdeckerschleifen des Neanderlandsteigs führen hier zusammen. Wir haben wirklich hervorragende Panoramen genossen. Das ist natürlich eine reine, das sind Spazierwege, Waldwanderwege, große Wanderautobahnen mit vielen Mitwanderern. So, da muss man natürlich mit klarkommen, zurechtkommen. Da tut dem Ganzen aber kein Abbruch, denn das ist wirklich malerisch, wenn man über die Felder läuft, durch die Wälder läuft und dann mal einen Berg hoch, mal einen Berg runter. Das ist wirklich nicht nennenswert anstrengend gewesen. Faszinierend wirklich, die Auerochsen zu sehen. Ja, immer wieder tolle Bänke, wo man Platz nehmen kann. Kleinigkeit von der Wanderverpflegung, ich habe Sprachfehler, Verspeisen. Ja, das ist herrlich. Also, wir werden jetzt hier uns schon mal vom Neandertal-Museum verabschieden. Unser Parkplatz ist ein bisschen höher gelegen. Von da aus haben wir die Tour auch begonnen. Das ist eigentlich besser. Das könnt ihr in dem Track zumindest sehen. Hier kommt auch relativ viel zusammen. Da oben ist es deutlich besser. Und man hat eine stressfreiere Tour beginnen. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielleicht lauft ihr auch mal den Weg. Sagtet einfach, oder wenn ihr Lust habt oder Vorschläge habt, schreibt einfach in die Kommentare, wo noch irgendwo schöne Wege sind, die ich unbedingt noch mal mitlaufen sollte.
Leute. Ansonsten bleibt gesund, wie immer, vergesst dann rausgehen. Ich höre schon wie von Porteinander. Macht's gut, ciao.